Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Dokumentation über das wahre Leben in den paraguayischen Gefängnissen der Städte San Pedro und Pedro Juan Caballero. Ich stehe hier vor der Justizvollzugsanstalt in San Pedro, Paraguay. Bin von der Trans-Chaco-Mission eingeladen worden, diesen Besuch heute filmisch zu begleiten. Zusätzlich begleitet uns der Heiko, ist ein Missionsschüler, der hier auch Gefängnisarbeit ein bisschen macht, auch schon Erfahrung hier in den Gefängnissen Paraguays hat. Ich habe schon mal eine deutsche Justizvollzugsanstalt von innen gesehen. Ich bin gespannt, wie es hier in Paraguay aussieht. Ich meine, YouTube-Videos oder auch, vielleicht hat auch jemand bei Netflix die Serie Die gefährlichsten Gefängnisse der Welt gesehen, wo auch eine Serie sich um Tacumbu dreht. Allerdings ist das jetzt hier nicht Tacumbu, sondern wie ich schon anfangs gesagt habe, San Pedro. Und ja, gehen wir einfach mal rein. Das Tor öffnet sich und wir betreten das Gefängnis. Im Eingangsbereich findet die Leibesvisitation und die Durchleuchtung von Handtaschen und so weiter statt. Wir haben diese Maßnahmen allerdings bereits vor den Filmaufnahmen durchlaufen. Danach muss der Personalausweis, in Paraguay auch Cédula genannt, abgegeben werden. Zur Begrüßung geht es nun in das Büro des Gefängnisdirektors Virgilio Duarte. Heiko nutzt die Gelegenheit, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Der Direktor arbeitet sehr intensiv mit der Trans-Chaco-Mission zusammen. Dazu hat er einen ganzen Zellenblock für Häftlinge, die sich zum Christentum bekennen wollen und ihr Leben in eine positive Richtung ändern möchten, zur Verfügung gestellt. Auf die Frage, wie er das Ambiente im christlichen Zellenblock einschätzt, ob es dort sehr brutal oder eher friedlich abgeht, antwortet er, dass es im christlichen Zellenblock sehr ruhig und friedlich ist. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Trans-Chaco-Mission und der Doktora Nilda Adorno vom Justizministerium ist es dort sehr sicher und es ist für die Pastoren und andere Besucher ungefährlich, diesen Zellenblock zu betreten. Heiko möchte auch wissen, wie viele Inhaftierte sich in dem Zellenblock befinden. Der Direktor gibt an, dass dort aktuell 132 Personen inhaftiert sind. Bleibt nur noch die Frage, ob wir nun das Gefängnis betreten dürfen. Ich glaube, die Antwort des Direktors versteht man auch ohne Übersetzung. Der Direktor bringt uns noch bis zum Eingangsbereich, wo wir von den uns zugeteilten Wärtern in Empfang genommen werden. Dort treffen wir bereits auf die ersten Insassen des Gefängnisses. Die beiden Kürbisse, die Willi mit hat, sind aus seinem Garten und sollen ein Geschenk für die Gefangenen sein. Und nein, es befinden sich keine Pfeilen in ihnen. Zu unserer Linken, das kleine Gebäude, ist das Frauengefängnis. Die Frauen und die Männer sind getrennt voneinander untergebracht. Die Gefangenen sind neugierig und drängen sich an der Tür ihres Zellenblocks. Es handelt sich dabei um einen der regulären Zellenblöcke. Wir müssen noch etwas weiter, um zum christlichen Zellenblock zu gelangen. Jetzt geht es noch eine Treppe hoch. Es ist etwas dunkel im Treppenhaus. Da stößt meine GoPro leider an ihre Grenzen. In der ersten Etage sind wir an unserem Zellenblock angekommen. Auch hier hat meine Kamera leider Probleme mit den Lichtverhältnissen. Die Gefangenen sitzen alle bereits auf ihren Plätzen. Sie begrüßen uns freundlich und warten, dass der Gottesdienst beginnt. ¿Cómo está, Pastor? ¿Cómo era su nombre? André Bolaño. Heiko informiert sich beim Pastor André Bolaño über das heutige Programm. André sagt, dass zuerst etwas aus der Bibel gelesen wird, danach werden Lieder gesungen und anschließend kommen die Besucher zu Wort.
Auf die Frage, wie viele Personen anwesend sind, sagt André, dass es ungefähr 140 Teilnehmer sind. Die Frage, wie oft dieser Gottesdienst stattfindet, beantwortet der Pastor mit jedem Tag. Der Gottesdienst beginnt und André liest aus der Bibel vor. Capítulo 2, versículo 12. Bálamo, la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo. Quiero levantar mis manos. Bei dem Anblick dieser friedlich in der Bibel lesenden und mit voller Begeisterung Kirchenlieder singenden Männer könnte man glatt vergessen, dass es sich bei ihnen um Verbrecher handelt. Aber diese Männer sitzen sicher nicht ohne Grund im Gefängnis. Sicher haben sie irgendeine oder sogar mehrere Straftaten begangen. Welche Verbrechen sie begangen haben, erfahren wir bei unserem Besuch nicht. Fest steht allerdings auch, dass diese Männer sich vorgenommen haben, nach dem Verbüßen ihrer Haft ein besseres Leben zu führen. Sie wollen keine Verbrechen mehr begehen. Sie wollen nicht zurück in den Knast. Um das zu schaffen, hoffen sie auf die Hilfe von Gott. Durch eine gute Führung und die Bekenntnis zu Gott haben sie es in den christlichen Zellenblock geschafft und werden hier mit Hilfe der Trans-Chaco-Mission auf dem Weg zu einem besseren Menschen begleitet. Drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie es schaffen werden. Nun hat Willi Töfs das Wort. Er ist bei der Trans-Chaco-Mission für die Arbeit in den Gefängnissen zuständig. Er reist oft quer durch Paraguay, um die Arbeit in den verschiedenen Gefängnissen zu koordinieren. In seiner Ansprache spricht er den Gefangenen Mut auf ihrem anstrengenden Weg zurück in die Freiheit zu. Danach ergreift die Doktora Nilda Adorno das Wort. Sie ist von der Regierung als Bindeglied zwischen der Trans-Chaco-Mission und dem Justizministerium eingesetzt. Sie kümmert sich um alle rechtlichen Angelegenheiten. Auch sie möchte mit ihren Worten den Häftlingen Mut machen und Hoffnung spenden. Anschließend möchte Heiko zusammen mit den Gefangenen noch ein Kapitel aus der Bibel lesen. Heiko hat ein sehr gutes Verhältnis zu den Häftlingen und viel Einfühlungsvermögen. Die Gefangenen mögen ihn sehr und hätten ihn am liebsten gar nicht mehr gehen lassen. Nach dem Gottesdienst beginnen die Gefangenen sofort damit, die Stühle wieder wegzuräumen. Für die Ausstattung steht extra eine ganze Zelle zur Verfügung. Ja, fangen wir von vorne an. Als wir reinkamen, mussten wir erstmal durch die anderen Zellenblöcke gehen, um hier den christlichen Pavillon zu erreichen. Da war schon, nicht so angenehm, das alles da zu sehen. Hier im christlichen Pavillon war dann der Anblick schon ganz was anderes. Wir kamen rein, alle saßen geordnet auf Stühlen, war sehr diszipliniert. Wir wurden hier auch recht herzlich begrüßt von den Insassen. Dann ging der Gottesdienst vonstatten. Auch da erstaunlicherweise eine sehr große Disziplin. Alle haben mitgemacht. Aber mir schien es halt so, als würden sie wirklich alles schon auswendig mitsingen können, gerade die Lieder. Da haben wirklich alle kräftig mitgesungen und waren auch begeistert. Ich habe den Eindruck, dass diese christliche Arbeit hier für die Insassen ja, eine sehr gute Sache ist. Wir hatten hier einen im Interview, der angegeben hat, jetzt schon lesen und schreiben zu können durch diese christliche Arbeit.
und jetzt auf dem Niveau der zweiten Klasse sich befindet und da ganz stolz drauf war. Das gibt natürlich den Leuten auch eine Perspektive, wenn sie dann mal das Gefängnis verlassen sollten, dann auch Arbeit oder halt ein Teil der Gesellschaft sein zu können. Das Problem ist ja, wenn man die Leute hier im Gefängnis ohne jegliche Hoffnung und Bildungsperspektiven lässt, kommen sie raus und verfallen dann natürlich in alte Gewohnheiten, begehen eventuell wieder Verbrechen. Und durch die Arbeit hier im Gefängnis, den Leuten auch Bildung beizubringen, ist da natürlich eine Möglichkeit, dass die Leute nachher sich vernünftig in die Gesellschaft wieder eingliedern. Also mir wurde hier im Vorfeld gesagt, dass wohl 80% der Insassen dieser christlichen Pavillons anschließend in ein relativ geregeltes Leben gehen und nicht rückfällig werden. Wohingegen in den anderen Pavillons, also in dem regulären Vollzug, halt 80% der Entlassenen wieder rückfällig werden. Also im Endeffekt auch da, die Zahlen kommen unabhängig vom Justizministerium. Und auch dahingehend kann man sagen, dass das eine ganz gute Arbeit ist, die hier vollbracht wird. Ja, wir befinden uns jetzt hier in einer der Zellen. Es sind hier 5 Matratzen, also 4 Betten. Eine Matratze liegt noch da unten. Also sie schlafen zu 5 in einer Zelle, die ungefähr, sie wird 2 Meter breit, vielleicht 3 Meter hoch sein. Hier im hinteren Bereich haben sie die Möglichkeit, sich selbst Essen zu kochen. Aktuell sind sie auch dabei. Ihr kocht es kräftig. Haben auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen selbst zu versorgen. Haben hier Yerba stehen, Wasser, verschiedene Zutaten zum Kochen. Haben sich hier oben auch einen kleinen Garten angelegt. Hier ein bisschen Kräuter zum Essen und da ein paar Kräuter für den Magen, damit sie gute Verdauung haben. Dann haben wir hier die Toilette. Ja, ist ein bisschen eng hier alles. Die Toilette und auf der anderen Seite dann gleich die Dusche. Ist alles hier in einem verbaut. Einfach, aber immerhin kann man sich da auf jeden Fall waschen. Wasser zum Händewaschen. Und dann werden wir jetzt uns langsam mal wieder hier raus bewegen. Draußen wird aktuell schon fürs Essen aufgebaut. So schnell wie die Stühle verschwunden sind, so schnell sind Tische und Bänke für das Mittagessen aufgebaut. Wie wir gerade in den Zellen bereits gesehen haben, können die Häftlinge mit den Dingen, die sie von ihren Angehörigen bekommen, selber kochen. Sie können allerdings auch Sachen kaufen oder verkaufen. Hier hat gerade jemand seinen Verkaufsstand aufgebaut. Die Gefangenen mit den gelben Westen sind übrigens von den Häftlingen selbst gewählte Aufpasser, die etwas nach dem Rechten schauen sollen. Hier zeigen uns die Gefangenen gerade, was sie handwerklich alles so können. Und sie haben hier aus Papier, ganz einfach aus Papier, Schnipsel, falten sie dann so schöne Kunstwerke. Hier eine Schale mit Deckel oder Schwäne. Und hier haben sie sogar aus Kupferkabel ein kleines Bäumchen gemacht, sogar mit Blättern. Gerade waren wir noch in einer Zelle, da haben wir dann gesehen, dass sie aus alten Kunststoffverpackungen auch kunstvolle Portemonnaies und ähnliche Sachen herstellen. Sie denken sich das alles komplett selbst aus, sind da völlig frei in ihren Gestaltungsmöglichkeiten und können das dann hier auch verkaufen, sodass sie sich ein bisschen Geld verdienen können. Es wird dann zum großen Teil auch nach draußen verkauft, wo es dann Verwandte oder Freunde dann kaufen können oder als Geschenke verwenden können. Hier befinden wir uns in der Zelle eines Gefangenen, der schon ein fast professionelles Geschäft für die Dinge des täglichen Lebens betreibt. Hier können die Häftlinge sich Dinge, die sie brauchen, kaufen. Das Mittagessen ist gleich fertig und wir machen uns langsam auf den Weg nach draußen. Der reguläre Vollzug sieht nicht so angenehm aus. Zu jedem Zellenblock gehört auch ein Hof.
Auf der Mauer befinden sich mit Schrotflinten bewaffnete Wärter, die ständig einen Blick auf die Gefangenen haben. Auf unserem Weg raus aus dem Gefängnis begegnen uns Gefangene, die mit großen Töpfen voller Essen aus der Gefängnisküche zu ihren jeweiligen Zellenblöcken unterwegs sind. Für eine kurze Filmaufnahme vom Gefängnisessen machen sie freundlicherweise einen kurzen Zwischenstopp. Wir werfen noch flüchtige Blicke auf die anderen Höfe. Platz genug, um sich die Füße zu vertreten, etwas Sport zu machen, die Wäsche aufzuhängen und etwas frische Luft zu schnappen. Zwischen dem Männer- und Frauengefängnis wird gearbeitet. Wir bekommen noch einmal kurz das Frauengefängnis und auf der anderen Seite einen überdachten Sportplatz zu sehen. Dann sind wir auch schon am Ausgang angekommen. So, jetzt lassen wir uns nicht mehr raus. Ja doch, sie haben uns zum Glück wieder rausgelassen. Bevor wir das Gefängnis endgültig verlassen, zeigt uns der Direktor Vigilio Duarte noch die Krankenstation. Aktuell ist diese noch recht provisorisch eingerichtet, eine neue befindet sich aber bereits im Bau. Auch wenn der Lichtschalter nicht so mitspielen will, man kann schon erkennen, was es mal werden soll. Und selbstverständlich sind die Decken natürlich auch vergittert. Wir danken dem Gefängnisdirektor Vigilio Duarte für den freundlichen und offenen Empfang in seinem Gefängnis und verabschieden uns von ihm. Am Eingang bekommen wir unsere Cedulas zurück und sind wieder freie Menschen. Jetzt machen wir uns auf die Reise zum Gefängnis in Pedro Juan Caballero, wo wir die kommende Nacht verbringen werden. Das siehst du allerdings erst im nächsten Video. Damit du das nicht verpasst, abonnierst du am besten unseren Kanal. Über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!